Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Suchaufgaben von Mittelerde, Morderschatten, neben mir ist der Drachenbursche. Neben mir ist der Len 16 und wir werden nicht nur Suchaufgaben machen, wir werden natürlich auch ein paar Kampfaufgaben machen. Zusammen mit dem Leo, den wir heute grüßen. Und dem Kobi, einem Hund. Den wir ebenfalls heute grüßen. Ja, du hast gesagt, ich soll da hinten hin. Ich habe gar nichts gesagt, der Controller ist in deiner Hand, du darfst entscheiden, was der du machen Controller willst. Der Controller sagt mir, ich soll da hinten hin, ich verstehe. Ja, ich habe es nur zufällig markiert gehabt, ich habe dir nicht befohlen, da hinzugehen. Tschüss. Wo er recht hat, hat er recht. Also das hat sich wirklich nicht gut angehört. Das war auch sein Ende. Aha. Was ist das davon? Das ist eine Vergeltung, oder? Ja, genau. Das ist eine von den Orangenaufgaben. Aber die gibt uns... Die bringt uns die Power, Machtpunkte. Oder? Blutrache. Ja, genau. Die bringt uns diese... Ach komm. Die bringt uns halt keinen Spielfortschritt. Das ist das 4 Problem. Macht. Nein. Nee. Belohnung 10 macht. Nee, lohnt sich nicht. Bei den anderen kriegen wir 70. Dann machen wir. Nein. Können vielleicht wir hier von den 70er Aufgaben mal machen, aber ja. Dafür. Nee. Ich mache erstmal das Markierte. Also für 10 Powerpunkte machen näher. Wir das nicht. Hä? Links ist näher. Du meinst rechts? Links, auf der Karte. Ach so, das links. Ja, das andere links. Das Ithildin. Ich dachte, Richtig. Du meintest jetzt eine Aufgabe, eine Power. Nee, meinte ich in dem Fall gar nicht. Eine PowerPoint-Aufgabe. Eine PowerPoint-Aufgabe. Eine PowerPoint-Präsentation. So. Jetzt müsstest du natürlich. Nachtsicht aktivieren. So. Ich nenne es einfach mal Nachtsicht, weil es so ein bisschen daran erinnert. Es ist Schattenwelt. Nachtsicht. So schwer ist das nicht. Nachtsicht. Schattenwelt. Ich sehe es sogar schon. Ja, ich würde mich auch gern fallen lassen. Ja, mach das doch. Könnte ich das sogar machen. Hat er nicht, heißt doch nicht Mordors Falle, das heißt doch Mordors Schatten. Belohnung 50. Mirian. Ja, wird auch schon langsam schön, unser Gemälde. Wir haben ja auch schon fast die Hälfte. Wow. Ich habe so das Gefühl, dieses ganze Suchen dauert nochmal so lange wie das ganze Spiel. Nee, aber wir machen ja schon Fortschritte. Und diese Nebenmissionen, da gibt es auch gar nicht so viele von. Also, natürlich gibt es ein paar von, deswegen der Len 16 auch so. Unten drinne, unten drinne, unten drinne. Ja, ganz ruhig! Aber auf der Seite ist ein Gegner! Du hast Angst vor diesem Gegner? Vor dem hier? Vor dem hier hast du Angst? Jetzt nicht mehr. Wenn du vor dem Angst hast. Ah, du kommst auf der Seite auch rein. Ja, das wusste ich nicht. Hätte ja sein können, dass du auf der Seite nicht reinkommst. Das wäre natürlich doof gewesen. Das wäre natürlich doof gewesen, aber... Da hinten ist ein Hauptmann. Wir sammeln erstmal die Pfeile auf, dann das... Dann das andere Gerät. Zeug. Wer ist denn da? Zerfledderte Botschaft erstmal. Ah, die hat auch eine zerfledderte Nachricht. An Hirgon ging die Nachricht, also an den Typen von den Rebellen. Okay. Das habe ich gerade noch entziffern können. Ich glaube, ich muss näher an mein Mikrofon ran. Ich rutsche mal weg. Doch, was kannst du nur? Was fällt dir ein? Wer ist denn hier? Lugnak. Ah, der Metzger ist da. Den Lugnak. Echt, kennen wir den? Kennen wir doch. Kennen wir den? Kennen wir doch. Okay, ja, wenn du... Ich glaube, der hat mich ein paar Mal gemetzelt. Die Isenmünde hielten ihre Gefangenen in einem eisernen Griff. Der dunkle Herrscher, ganz gleich in welcher Gestalt, strebt nach Herrschaft. Deswegen heißt er auch der dunkle Herrscher. Ja. Hat so... Oh, der ist aber weit weg. So weit ist er nicht weg. Wir haben hier eine Machtprobe, die uns 40 Power geben würde. Ich würde sagen, ab 70 machen wir es. Nein, nein, nein. Was denn? Nix, ich freue mich über nur, wenn die Unterstützer machst. Von Skog, der Mörderische, her. Ach, das ist sogar... Ah ja, dann können wir hier auch mal die Hauptmänner alle versklaven. Dass hier nur die Chefetage uns... Dass hier auch die Chefetage uns gehört. Hallo. Lin schaut sich noch ein bisschen oben... Springt noch ein bisschen über ihn rüber, das macht die Sache lustiger. Taunt. Ich schau mal. Oh, hier finden wir sogar Lothrond. Na, umso besser. Dann haben wir ja noch einen Grund, dahin zu laufen. Außer diese Mission. Hier müsste man so eine Doppeltötung machen können. Das wäre richtig cool. Wenn sie einen noch nicht entdeckt haben, wie bei Assassin's Creed so ein Doppel. Wow. Du warnst hier gar keinen. Aber die anderen könnten eventuell Leute warnen, die da noch nachkommen. Ich glaube, das wären viele. Vor allem, wenn sie das Feuer entfachen wollen, dann... Wow! Wer will das Leuchtfeuer entfachen? Also, wenn du den triffst, bist du gut. Oh mein Gott! Ja, nicht gut genug. Naja. Versuch was wert, oder? Oh, hallo! Hat sich zumindest das Problem erledigt. So. Besiege die Leibwächter des Häuptlings, habe ich noch gelesen. Mhm. Der Häuptling lebt in Angst. Lass den Tod von oben herabregnen, um ihn herauszujagen.
Der sieht aber gar nicht so gefährlich aus. Normalerweise haben die Häuptlinge so richtig fette Rüstungen, aber der ist irgendwie noch... Töte drei Unterstützer von einem Angriff von oben. Na gut, der sollte machbar sein. Der hat sich den perfekten Platz ausgesucht. So. Einmal. So, aufpassen, dass da nicht noch alle Bogenschütze sind. Da ist da keiner oben, ne? Glück gehabt. Das habe ich ja gesehen. Natürlich. Glaubst du mir nicht? Ich glaub dir ja doch alles. Hallo? Na, ja, doch. War der richtige. Jetzt musst du nur noch auf das andere Haus da hochrennen. Wow, wie schwer. Ja, sag das nicht. Ach, da gibt's ja, es gibt zum Glück mehr Unterstützer hier. Aber von dem kannst du so schön weit springen, das ist, lohnt sich, auf den da runter zu springen. So ein schöner weiter. Na, wohl, so weit ist der Sprung gar nicht, aber. So, oh, jetzt fast den falschen erwischt. Wieso? Weil da rechts daneben auch noch einer stand. Ja und? Den hattest du auch kurzzeitig markiert. Skog der Mörderische ist erschienen. Wo ist er denn erschienen? Da ist Skog der Mörderische. Skog. Skog. Er hat auch noch Freunde mitgebracht. Und er läuft durch seine Gegner gleich mal durch. Mhm. Er macht einen schönen Schwenk noch zur Seite. Oh oh, Leuchtfeueranzünder sind da im unterwegs. Ja, wieso da hinten? Naja, ist halt schon weitergekommen. Ja, das macht's lustiger. Lucknack, der Metzger. Dann fressen wir uns an deinem Fleisch satt. Dein Tod ist gewiss. Ach, Feuer, Feuer, Feuer. Wow, Feuer. Da kommt sogar noch ein Häuptling dazu. Och Gott! Ihr wollt mich doch verarschen. Das andere Feuer, das andere Feuer. Was für ein Feuer? Dahinter ist noch ein Feuer. Ja, aber da ist ja, steht ja keiner. Ja gut, aber dann geh du halt dahin und dann kannst du immerhin die besten paar von den anderen Typen hier los und wären das ganz schnell mal viele. Ach komm, es ist halt dann so scheiße, wenn wieder so viele Feuer, kommen, Feuer. Ne? Profi-Tipp. Hallo, hallo, beweg dich! Nee, der hustet erstmal. Ich habe eine ganz spezielle Klinge für dich parat. Das ist doch nett von ihm, oder? Du hast noch eine Chance, wenn du zum Feuer gehst und die alle ins Feuer reinlockst. Ich habe jetzt erstmal andere Probleme. Da oben sind auch überall Grog-Dinger, das ist auch nicht schlecht. Ah, das war gut. Auch das war gut. Hat unsere Lebensenergie ebenfalls aufgefüllt. Len hat es mittlerweile raus, wie das funktioniert hier. Mhm. Und dann kannst du die noch ein bisschen herlocken und dann das Grog da links neben dir in die Luft jagen. Ich glaube, du musst noch ein bisschen... Naja, doch. Hat zumindest einige. Du kannst das Karagor auch noch freilassen, dann hast du noch mehr Spaß. Nee. Meinst du, das könnte nach hinten losgehen, das Karagor? Der Mörderische ist da hinten, war. Der hat ganz schön viel Schaden genommen. Ist er anfällig gegen Brandwunden oder so? Kann schon sein. Was für ein Dreieck. Irgendwas hat dich vergiftet gehabt gerade. Weiß aber nicht, was es war. Oder beziehungsweise wer es war. Irgendwas vergiftet dich ja gerade ganz ordentlich. Vergiftet mich, ja. Der da war das. Der hat anscheinend irgendeinen Vergiftungsangriff gehabt. Das heißt, bei denen sein Klingen zum Häuptling. Ja, hast du einen Weg vor dir. Es darf doch nicht wahr sein, du Mongo! Ja. Wow. War das knapp. Und sein Kopf ist auch noch ab. So, ich bin jetzt erstmal weg, ne? Ja, das ist, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Na, wie gesagt, Karagor gibt es auch noch hier. Ja. Direkt vor dir. Ganz ruhig, Drachenbursche, ganz ruhig. Ja, darauf zulaufen ist natürlich... mäßige Klinge. Jawohl. Ja, doch, die kümmern sich, glaube ich, drum. Oh! Der erste haut schon ab. Aber das ist der, den wir töten müssen. Das ist richtig. Hast du ihn getroffen? Ah, der haut ja genau in unsere Richtung. Ah, ne, jetzt haut er nicht mehr in unsere Richtung ab. Na gut, dann können wir ihn sogar auf unsere Seite ziehen. Ist doch gut. Ist doch gut. Können wir alles für uns nutzen. Wieso? Oh, noch einer. Ach komm, du. Du kannst uns alle töten. Bei dir sind es nie so viele gewesen. Natürlich. Ich bin natürlich ein Glückskind. Ein Glücksdrache bin ich.
Er ist schon wieder auf die andere Seite vom Haus. Ah ja, jetzt kommst du ihm aber näher. Den kannst du aber, glaube ich, umdrehen ganz gut, weil er nichts in der Nähe ist momentan. Ja, aber der kann auch klettern. Und wieder runterspringen. Verarscht. Er klettert auch gleich wieder hoch. Ach, da klettert er hoch. Ah, okay. Dann kriegt er denn doch. Nein, ich kann nicht. Jetzt vielleicht. Jawohl. Okay. Okay. Den bist du los. Mach 5. Plus 5. Mir wurden 70 versprochen. Versprochen, ja. Gratulation, du hast einen anderen zum Häuptling befördert. Aber warte, immerhin, dann gibt es eine epische Rune. Ja, ich habe ihn ja in Angst versetzt. Mir wurden 70 P versprochen. Na, also geht doch. Man muss nur meckern, Len. Hat doch geklappt, Len, hat doch geklappt. Naja. Und schauen wir mal kurz. Epische Runden muss man ausrüsten. Aber verdammt. Zorn der Naturchance von 22 bei einem Ritt auf einer Bestie. Elbengeschosse, naja, das kann man. Oder so. Sogar mal so beide, schon zwei epische. Setzen wir beide ein, ne? Ja, egal was sie, wir setzen sie ein, oder was? Richtig. Hätten wir schauen können, was, naja, was sie bringen. Okay, ich schaue nach für dich. Dankeschön. Guck einmal. Explosive Niedergang, Chance von 20%, dass ein tödlicher Kopftreffer an Orks und Ghouls mit einem vollgespannten Bogen eine Schockwelle auslöst. Und grausam bringt, nach einem tödlichen Kopftreffer wird Askars Flamme doppelt so schnell aufgeladen. Ah, naja, warum auch nicht? Askars Flamme haben wir auch noch nicht mal verbessert. Das ist, glaube ich, diese Attacke, wo du 30 Sekunden lang die Special Attack machen kannst. Kann sein, ja. Das ist, glaube ich, die Askars Flamme. Wie viele Mirian haben wir denn? 2450. Oh. 50 mehr und wir bekommen unten... Wir bekommen endlich was wir wollen, nämlich diese mega starke Attacke. Ja, jetzt will ich nämlich mal kurz gucken. In diesem Gebiet gibt es das Kraut nicht, dann gehe ich mal... Geh zum Turm einfach. Nein, das wäre ja langweilig. Zum Turm kann ja jeder gehen, gell? Ja, genau, das ist ja... Das ist amateurhaft, sowas macht er denn nicht. Genau. Sowas macht er denn nicht. Das ist ja Meta-Abusen. Genau, sag ich auch immer. Was es auch immer heißt. Alter, der bleibt da hängen. Mach da gerne mal irgendwo hängen bleiben, ja. So, jetzt suchen wir mal ein gelbes Kraut, ne, wa? Yep. Auf der Suche nach dem gelben Kraut. Das gelbe Ringkraut, wohlgemerkt. Ich muss mal kurz gucken, ja, ich laufe in die richtige Richtung. Lauf, genau. Da bleibe ich in dem Gebiet. Da gibt's noch ein Cargo irgendwo. Ah, es ist irgendwie eingesperrt. Gelbes Kraut, gelbes Kraut, gelbes Kraut. Das brauche ich jetzt. Gelbes Kraut, gelbes Kraut, gelbes Kraut. Das brauche ich jetzt sofort. Dann mach gleich ein Weihnachtslied draus. Aber ich glaube fast, dass irgendwie... Du läufst genau auf eine von den Runen zu. Hm? Du läufst genau auf eine von den Runen zu. Ja genau, das ist ja mein... Blaues Kraut sehe ich da. Ja, blau. Bringt aber nichts. Jetzt bin ich schon genau am Rand, ne? Da könntest du das nächste Ding suchen gehen, das war direkt an der Ecke da. Hä? Du könntest das nächste Ding suchen gehen, das war hier direkt an der Ecke. Wenn du schon mal in der Nähe bist. Ah, hier gibt's auch diese Kräuter. Ja, perfekt. Gut. Gehen wir doch da über die Brücke rüber. Ist unten. Also unter der Brücke ist es. Okay, es ist unten. Ja, wenn du schon mal da bist. Er hat es, glaube ich, noch nicht mal gecheckt gehabt. Ja. Ja, ein Schnellmerker. So. Hat ihm leider auch nicht geholfen. Oder Gott sei Dank. Wäre ja schlecht, wenn er jetzt mit uns fertig geworden wäre. Kreuzung von Udun. 50 Mirian bekommen. Jawohl, yes. Das weißt du, was das bedeutet? Ja, durchaus. Gut. Wir bekommen nämlich jetzt die ganz starke Attacke. Haha, haha. Verbesserungen. Da zu weit. Zu weit, zu weit. Len ist schon wieder zu weit gegangen heute. Hier, das hier willst du. Ufrael Sturm, okay, das war doch nicht die andere Attacke. Haben Askars Flamme. Ach, das war Askars Flamme, okay. Feuer. Nee. Aber du wolltest ja. Nein. Das hier. Genau, Nahkampftötungen. Unbegrenzt Hinrichtungen. So nicht schlecht, oder? Oh ja. Das machen wir einfach mal. Wurde uns ja auch in den Kommentaren geschrieben, dass wir das mal, dass wir drauf sparen sollen, und das haben wir jetzt auch gemacht. Auch wenn man sagen muss, wir mussten lange drauf sparen. Diese Ausgestoßenen sind so stark, dass sie in der Ödnis von Mordor überlebt haben, während wir das Tor bewachten. Und doch sind sie nicht stark genug, um die Rückkehr der Schwarzen Hand zu überstehen.
Ihre einzige Hoffnung liegt jenseits der Schattenberge. Ein Blick auf die Karte? Ah, nee, das war das falsche gelbe Kraut. Gemein. Ich suche gerade den Bogenschützen. Ah. Den hast du gefunden. Ja. Danke. Gesucht gefunden. Auf otto.de. Nee. Hier gibt's das Kraut. Hier unten man, gibt's ganz viel. Genau, dann gehe ich mal Richtung. Gehe ich mal hier hin, dann haben wir das auch. Da muss man nämlich irgendwie in die Höhle. Hättest du doch zu einem Dings hin können, zum Turm, der war da näher. Aber ich suche ja noch nach Kraut währenddessen. Ach so, ja, natürlich. Deswegen laufe ich gerne. Natürlich, lieber Len, das ist natürlich auch eine schlaue Idee, auf die ich in diesem Moment gar nicht gekommen bin. Muss ich ja zu meiner Schande gestehen. Vor allem, ja, aber das Kraut scheint nirgends zu sein. Nee, das ist seltenes Kraut. Das ist eine Mission, ne? Yep. Keine Lust auf Mission. Ich hole erstmal das Artefakt, ne? Aber die Mission, kommst du ja am Ende nach der Mission wieder da raus, direkt an der Stelle. Deswegen wäre es eigentlich schlau, erst die Mission zu machen, dann ist Artefakt. Ich mach zuerst die Mission. Es ist nur so ein Vorschlag gewesen, das heißt nicht, dass du es machen musst oder so. Ja, aber das sind zwei Karagor, genau vorm Eingang der Höhle. Das wiederum ist natürlich ein gutes Argument, die Mission zu machen. Diesmal, was du machen musst. Er verbarg sich unter den Soldaten des dunklen Herrschers, um einen nach den anderen lautlos zu töten. Er würde nicht ruhen, bis sie dem Lager von Panik erfasst entflohen. Vor mir die Legende des Dolches Acharn. Von den Aufgaben gibt es übrigens jeweils 10, also für Schwertbogen und. Also jeweils 2500 Mirian. Ja, richtig. Führe Schleichtötung an Uruks aus, ohne entdeckt zu werden, mit einem Angriff von oben. Angriff von oben kann mich mal. Ja, nee. Ohne entdeckt zu werden ist natürlich schon nochmal. Vor allem kann ich sie gerade nicht anlocken, ne? Warum nicht? Achso, weil sie zu weit weg sind. Ja. Na, schauen wir mal. Aber dann musst du dir wohl andere Ziele suchen. Da hättest du sogar ein Hauptmann gewesen. Wo? Da oben. Zwei sogar. Norsko. Der Verwüster ist da. Norsko, sowie als auch. Genau, der da. Krimp. Sieht ja sehr nett aus, die Kerle. Ja. Rennen. Oh, da gab's das Kraut übrigens da hinten. Oh, ich sehe es ja. Zweimal sogar. Die sind alle da oben auf der Plattform, ne? Kann doch nicht sein. Kann leider schon sein. Ah, jetzt sind wir schon über den Weg gelaufen, den schwarzen. Den schwarzen Hauptmännern. Wird das der da genau hinguckt, ne? Der Hauptmann hat aufgegeben, die Leichen zu zählen, die der Waldläufer durch seine Überfälle. Wäre das eine Schleichtötung, wenn du dich da hinschießt zu ihm? So. Was? Ah, der da, der steht da gut. Nein, da guckt einer. Nein, jetzt ist eh alles verloren. Ist schon wieder ein Läufer. Da sag ich doch. Oh Mann. Ich hatte es geahnt. Ah. Aufgeben. Niemals. Aber da hinten ist das Kraut. Also gehe ich da erstmal hin. Da sind auch die Hauptmänner. Ja und? Die können mich mal, die Hauptmänner. Das werden sie bestimmt gerne machen. Ah, jetzt können wir sogar Ufallsturm aktivieren, wenn wir die Hauptmänner zufällig sehen. Also wenn sie beide da sind, glaube ich, könnten wir das sogar echt mal machen. Sehr schön. Ah, sie holen Alarm. Ich würde das Kraut schnell suchen gehen. Oder warum liegt da eine Rune rum? Ach, die haben wir da mal vergessen irgendwann. Das ist die, die wir hier vergessen haben? Jupp. Jawoll. Hätten wir die auch geholt. Eine Sache weniger auf unserer Liste. Das Kraut müsste da, hier... Rechts. Da sieht man es am Boden. Das ist das Kraut? Jupp. Okay. Das sind, glaube ich, eher so Pilze oder so. So, da Mission ist abgeschlossen. Da hinten ist sogar ein, Isilthifen. Frage aus da. Der... Remmen, orange und blau suchen wir ab sofort. Ich hänge wie eine Glucke. Warum hängt eine Glucke? Moment! Eine Glocke, natürlich. Ach so, okay. Hänge wie eine Glocke. Du hängst wie eine Glocke, ja, das ist, ist okay. Damit kann ich mich abfinden. Guck mal, ich kill dich von oben. Doch nicht. Ja, nee, wenn sie dich sehen, dann kannst du sie nicht so killen. Dann checken die das leider.
Was suchen wir jetzt? Die Hauptmission. Die Nebenmission eigentlich. Die Hauptmission, die Nebenmission. Ja, die Mission halt. Du weißt schon, die eine Mission, sie zu knechten. Aber die ist gar nicht so leicht, sich da an die ranzuschleichen. Bobas. Verbesserung, ne? Ja, 155. Ach, da schaust du. Orange und Blau, ach, das ja, meinst du. Ja, aber es gibt ja unterschiedliche Formen von Orange ja, und Blau. Ja, ich hab's auch gesehen gehabt, wo es aufgeploppt ist. Aber ich nicht. Das ist natürlich doof. Richtig. Jetzt weiß ich das nämlich auch. Ist beides nicht hier. Doch oben wäre ein blaues, aber. Der ärgert uns nicht mehr. Nein! Wir würden doch niemals schleichen. Benötigtes Kraut ist in der Nähe. Da, gelb. Ist das das benötigte Kraut? Nee, wir brauchen Orange und Hellblau. Mal los, der Hellblau ist drunter. Ah, das Blaue ist da, genau. Oh, die anderen beiden sind aber auch schon da. Da ist es. Ah, zumindest erkennt man es. Aber es ist eher lila als blau, wenn ich das mal bemerken darf. Ja, aber das Zeichen nicht. Das ist richtig. Azura dann, haben wir schon eins gefunden. Das ist falsch. Was denn? Achso, da hinten. Das hatte ich nicht gesehen. Hast du schon das noch in Erinnerung, dass es da rechts ist? Was? Das Kraut. Das Kraut rechts. Wo soll da ein Kraut gewesen sein, wo du gemeint hast? Da, nee, das. Ja, das weiß ich. Achso. Das habe ich jetzt gesehen, aber welches hast du gemeint? Nee, ich dachte, du verwechselst das, weil das auch orange war. Das kommt gleich wieder? Ah, nee, es ist weg. Dachte, hä? Oh, Mann. Wäre aber gut gewesen. Das wäre sehr gut gewesen, ja. Und du wagst dich in die Höhle echt nochmal rein. Das war, glaube ich, die Höhle, wo ich gegen das. Gegen die Ghoul-Mutter gekämpft habe. Ja, und? Das war eine unschöne Geschichte. Da ist was drin, was ich brauche. Dann hole es dir. Puh, ja, mach ich ja gerade. Mach ich doch, Alter. Du musst dir nicht mehr alleine holen. Da sind sogar ein paar andere nette Leute, die dir noch dabei helfen wollen. Was ist das hier? Ah, okay. Wir lernen nie aus. Das ist neu. Das ist hip. Fruchtzwerge Selbstmacher. Es ist der Hit. Ah, Belohnung. Hallo. Spitzhacke haben wir gefunden. Ein Traum wird wahr, endlich eine eigene Spitzhacke. So. Das war leicht zu finden. Ja. Wir werden schneller darin. Möglicherweise, weil wir es schon öfters gemacht haben. Ach, es ist schön, wenn das mal alles hellblau markiert ist, dass wir es geschafft haben. Was ist los? Lediglich sterben werden sie. Verloren sind nur wir. Oh, Hauptmann. Irgendwo ist ein Hauptmann hinter uns. Auf jeden Fall wurde gerade irgendwer. Ah, ne, es ist so eine Ghoul-Mutter, glaube ich. Yay. Würde ich mich nicht umlegen. Ich wieder raus da. Da finde ich wieder raus. Hinaus! Zum Tode geschunden, jetzt verfügbar. Ah, eine neue Mission. Bitte rette meinen Vater. Die Orks schinden ihn zu Tode. Ja, ja, wir helfen euch doch allen. Ach, da rechts, links unten wird jetzt auch angezeigt, Azuras, nee, nicht die Flamme, also dieses. Das hast du davor noch nicht gesehen. Nee, das ist mir gerade eben erst aufgefallen, dass es da unten ist. Oh, okay. Hätte es mir vorher auffallen sollen. Ja. Schade. Das ist mir sofort aufgefallen. Aber weißt du, was mir auch noch auffällt? Was? Der Part ist vorbei. Bam, bam, bam. Naja, wir wünschen euch auf jeden Fall eine wunderbare Zeit und möge unsere neue, starke Attacke, die ihr noch nicht gesehen habt, mit euch sein. Servus. Ja, meine Freunde Mittelerde, ist auch dieser Part von Mittelerde Mordorschatten ist leider schon vorbei, doch keine Sorge, es geht natürlich weiter. Weiter geht's, wenn ihr auf das bereits laufende Video klickt, dort kommt ihr zum nächsten Part. Außerdem könnt ihr auf den Abonnieren-Button drücken, dann werdet ihr in Zukunft garantiert keinen Part mehr von Mittelerde Mordorschatten verpassen. Außerdem könnt ihr diesem Video natürlich einen Daumen nach oben geben, worüber ich mich natürlich sehr freuen würde. Und ihr könnt mich mal auf Google Plus besuchen, auf Facebook oder auf Twitter, dort werde ich auf jeden Fall mit euch schreiben, wenn ihr das wollt. Ja, jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen. Möge die Macht mit euch sein. Naja, wenn du nichts klickst, dann bleibt mir sogar noch mehr als eine Sache zu sagen. Da bleibt mir nämlich zu sagen, dass du klicken sollst. Das glaubst du mir nicht? Du, ich sag dir, dieser Geist da, der kann dir ganz schön auf den Geist gehen. Da helfen auch keine Ghostbusters mehr. Tja, was soll's. Dich kann wohl nicht mal mehr die Monster-AG gruseln, deswegen würde ich sagen, hast du auch dieses Mal gewonnen und kriegst so viele, nicht mehr Elefanten, nein, Olifanten, wie du fangen kannst. Viel Spaß mit denen. Servus.